Herzlich willkommen zurück in der neuen Aufnahmesession. Nachdem wir ja gestern für mich auch gestern, die Quest mit den Priesterinnen in dem Dorf erledigt haben, leider nicht alle dazwischen. Jetzt mal die Brille sauber machen. Haben wir ja hier jetzt wegen der Olympischen Spiele und so weiter noch einigen Sachen zu erledigen. Schauen wir doch mal. Hier in der Gegend sind wir, denke ich, soweit fertig. Was haben wir denn hier? Die Bühne bereiten. Das Stück muss stattfinden. Das wird dann auch wahrscheinlich eine längere Quest werden. Aber ich würde vorschlagen, gehen wir doch einfach mal dahin. Das müsste ich mir auch noch holen. Was sagen denn unsere Quests? Das sind alles vergessene Geschichten. Das müsste ich noch abgeben. Ehrgeiz für Gelegenheiten sorgen. Die Anwärterin. Finde den Pankration-Organisator und sprich mit ihr. Okay, das machen wir als nächstes, aber zuerst machen wir die Quest mit dem blauen Ausrufezeichen. Okay, Ding. Wer war das? So schnell. Das ist mein Pferd. Ich bin an die Schlinge. So. Dann reiten wir mal gemütlich dahin. Und schauen, was uns da erwartet. So ein bisschen Wandersimulator. In dem Fall Reitsimulator. Und aus dem Weg. Übrigens habe ich vor der Aufnahme mal wieder ein bisschen das Inventar aufgeräumt, Sachen verkauft und so weiter. Dadurch haben wir mittlerweile mehr als 12.000 Goldstücke gemacht. Die werde ich jetzt demnächst nochmal in Verbesserungen investieren. So, wer bist du? Sieh dir all die Menschen an. Wonach sehnen sie sich? Nach Aufregung. Und etwas Magie. Und das kannst du ihnen bieten? Magie. Tespis, trittst du in einem neuen Stück auf? Cassandra. Genau. Aristophanes Freundin. Und auch die meine. Ohne deine Hilfe wäre ich nicht hier. Hätte ich dich nicht aus dem Gasthaus getragen, würdest du vermutlich jetzt noch dort sitzen. Auf dem Boden. Ich erinnere mich. Tespis hatte die glorreiche Idee, die Stadt mit einem Stück zu ehren. Er hat einen sehr guten Ruf als Schauspieler. Deshalb dachte ich, der Erfolg wäre uns sicher. Aber langsam glaube ich, ich habe mich geirrt.
Nein, nein, ich habe alles unter Kontrolle. Behalte nur den Verkauf der Eintrittsmarken im Auge, liebste Rodante. Und meine Freundin Cassandra kümmert sich um den Rest. Ich versichere dir, ich verstehe nichts vom Theater. Sei nicht so bescheiden. Du wirst als die Heldin bekannt, die Leonidas und seine 300 zum Stück des Jahrhunderts gemacht hat. Das Stück handelt von König Leonidas? Weißt du, meine Familie... Deine Familie kann natürlich auch kommen. Sie wird bestimmt stolz auf dich sein. Hilf mir nur, die Heldengeschichte zu erzählen. Ich helfe dir. Natürlich. Ich helfe Thespis mit seinem Stück. Leonidas Geschichte muss erzählt werden. Also gut. Du wirst uns sicher nicht enttäuschen. Was soll ich tun? Bring Wein. Nicht für mich. Für das Publikum. Glaubst du, das Publikum interessiert sich nur für Leonidas Geschichte, wenn es betrunken ist? Nicht betrunken, nur begeisterungsfähiger. Wo kann ich ihn finden? Wo bewahrst du deinen Wein auf? Nun, ich hatte Wein. Aber der örtliche Militärbefehlshaber beschlagnahmte... Oh, das sollte ich in das Stück aufnehmen. Der persische Befehlshaber beschlagnahmte den... Wein. Das ist gut. Dann muss ich ihn wohl zurückbeschlagnahmen. Ja. Wo finde ich den Befehlshaber? Er behielt den teuren Wein für sich und gab den Soldaten den Rest. Ein gewöhnliches Publikum begnügt sich vielleicht mit billigeren Tropfen. Doch wenn wir besseren Wein servieren, locken wir vielleicht ein besseres Publikum an. Er wird nicht leicht zu beschaffen sein, aber es lohnt sich. Du sprichst meine Sprache. Besserer Wein zieht ein großzügigeres Publikum an. Wo kann ich ihn finden? Also an welchen beiden Orten befindet sich der Wein jetzt? Das meiste davon befindet sich im Stall des Ares. Aber der gute Wein, der liegt in der Demiurgenfestung. Okay. Ich werde mich darum kümmern. Natürlich das Übliche. Was habe ich jetzt eigentlich da mit dem Schiff? Achso, stimmt ja. Ich habe ja eine neue Galionsfigur letztens gefunden. Schlangengalionsfigur und neue Schiffsleute. Anhänger des Ares. Nicht viele folgen Ares, denn dieser Weg führt gewöhnlich zu einem unglücklichen Ende. Aber wer es sich dafür entscheidet, ist ein leidenschaftlicher Krieger. Die Anhängerinnen des Ares waren sogar für Fanatikerverhältnisse ausgesprochen brutal und unbarmherzig. Jedes Schiff, das sie als Entertruppen mitführt, wird zu Recht gefürchtet, denn sie kennen keine Gnade. Bei den Söldnern blitzt auch noch irgendwas auf. Astrapios der Verbannte. Astrapios wurde wegen seiner radikalen Ideen aus seiner Heimat Plagai verbannt. Er verehrte sich in die Ebenen und eignete sich zu einem eigenen Schutz todbringende Fähigkeiten an. Auf der Suche nach einer neuen Heimat reiste er von Ort zu Ort. Wer weiß, ob er sie gefunden hat. Da ist noch einer. Philemon, der Schlangenhaarige. Wegen seiner dunklen Lockenschopfs und seiner leuchtenden bernsteinfarbenen Augen hinterließ Philemon der Schlangenhaarige bei seinen sterbenden Opfern den Eindruck, sie erblickten Chrysaor ins Gesicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Beschreibung tatsächlich auf Philemon zutrifft, ist gering, aber es ist die einzige, die wir haben. Okay. Suchen wir uns doch mal, wo wir da hin müssen. Das Stück muss stattfinden. Durchschnittsgetränk. Erkunde den Stall des Ares, um den gewöhnlichen Wein zu finden. Okay, das ist da hinten. Die Stelle. Der Wein darin sollte zumindest gut genug für Pferde sein.
Schauen wir doch mal, wer uns das hier erwartet. Da ist noch einer. Ich vermute mal in dem großen Gebäude. Ich mache mich unsichtbar. Aufpassen. Der wird mir gar nicht angezeigt, mal wieder. Na, da muss ich wahrscheinlich zu drastischen Maßnahmen greifen. Muss ich aber hier weg. Okay, wenn er dich nicht umdreht. Gut. War jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber... Ja. Okay, hier ist aber nix. Drachmann. Aber kein Wein. Komm mal her. Es reicht. Das ist schlecht. Na, ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Komm mal mit. Dann hören die anderen uns nichts. Nicht. Ich muss wahrscheinlich mal in die Kisten gucken. Das ist der Wein, mit dem Thespis das Publikum versorgen will. Okay. Riecht nicht besonders, aber es sollte gehen. War jetzt doch was anderes, als ich gedacht habe.
Ich denke, ich werde jetzt mal gehen. So. Okay. Bevor wir den Wein abgeben. Wobei, der ist ja gerade, hier um die Ecke. Achso, ich muss das mitnehmen. Das wäre jetzt zu einfach gewesen. Na gut, dann tragen wir ihn halt durch die Gegend. Ich schätze mal, der andere Wein ist da oben. Hoppla! Vertrück mich immer. So, das... Durchschnittsgetränk hätten wir. So. Hallo? Achso, ich kann nur eine der Quests machen, oder wie? Na, ich dachte, ich muss beides machen. Ich habe den Wein. Wunderbar. So werden unsere Gäste wohl schon vor Beginn des Stücks bester Laune sein. Ich habe den Wein gekostet. Immerhin ist es kein Essig. Vielleicht kann ich die Marken vergünstigt in den ärmeren Stadtteilen verkaufen. Sag, wann wird das Stück eigentlich aufgeführt? Nun, es gibt noch Probleme mit den Schauspielern. Sie zu finden, meine ich. Du hast keine Schauspieler? Keiner von ihnen kam zur letzten Probe. Und bei den vorherigen kamen sie mir sehr entmutigt vor. Vielleicht war jemand zu streng mit ihnen. Dann musst du sie nicht bezahlen, wenn sie nicht auftauchen. Ganz genau. Es sind drei Schauspieler. Sie stellen Iphialtes, Xerxes und Dinekes dar. Ich kann dir sogar sagen, wo du sie vielleicht findest. Und wer spielt Leonidas? Ich selbst natürlich. Ich traue niemandem sonst die Hauptrolle zu. Na? Und wo ist Xerxes? Xerxes, der Perserkönig, kommt auch in dem Stück vor? Ja, und ein ganz famoser Schauspieler verkörpert ihn. Er spielt Schurken wie kein Zweiter. Er erwähnte, dass ihn die Dysbontion-Ruinen inspirieren würden. Die Niklas? Die Neckes. Die Neckes. Das war doch Leonidas bester Befehlshaber. Ja, und ein sehr charmanter junger Mann verkörpert ihn. Er neigt sehr zur Nervosität. Deshalb überraschte es mich, dass er zum Glücksspiel auf den großen Platz hier in Elis wollte. Und Iphialtes? Dann wird also der Verräter Iphialtes vermisst. Welche Überraschung. Mein guter Freund Ross ist sonst ein sehr gewissenhafter Mann. Doch als ich ihn zuletzt sah, schien ihn ein religiöser Eifer erfasst zu haben. Er wollte an der Piera-Quelle beten. Na, dann suchen wir die auch mal. Ich hoffe, sie tauchen wieder auf. Wenn du die Schauspieler gefunden hast, schicke sie zu mir. Und motiviere sie bitte. Die Vorstellung wird grausig, wenn sie nicht mit dem Herzen dabei sind. Und dann wird niemand bezahlt. Verstanden. Na dann.
Schauen wir doch mal. Noch der Flamme. Das. Den können wir gleich mal suchen. Da müsst ihr direkt hier in der Nähe sein. Ich wollte doch vorlesen, was steht. Chance ausgleichen. Einer von Tepses Schauspielern war hoch bei einem Militärbefehlshaber verschuldet. Cassandra würde ihren ganzen Verstand und ihre Kraft brauchen, um die Besetzung des Stückes zusammenzubringen. Der Schauspieler befindet sich in Edes, er ist im Zentrum des Königreichs des Pelops. Nein. Na gut, das ist irgendwo hier. Zentrum des Königreichs des Pelops ist eigentlich direkt hier. Das müsste hier irgendwo. Ja. Ich doch. Habe ich doch gut geschätzt. Habe ich doch gut geschätzt. Na, Jungs, ich muss euch trotzdem erstmal auf die Mauer steigen. So. Okay. Es ist furchtbar. Jetzt kann mir nur noch ein Leonidas aus dieser Klemme helfen. Spielst du den Dinekes in Thespis Stück? Sollte ich. Aber ich kann nicht. Ich habe alles beim Glücksspiel gegen einen Befehlshaber verloren. Er sagt, ich sei nun sein Sklave, bis die Schuld abbezahlt ist. Und das kann Jahre dauern. Also dann, lass uns die Schuld begleichen. Oh, ich danke dir. Der Befehlshaber ist gleich dort drüben. Na, willst du noch ein Spielchen wagen? Wie ich sehe, kommst du nicht allein. Nun, ich... also... Ich brauche meinen Freund. Er tritt in einem Stück auf. Also lass ihn gehen. Was für ein Stück? Leonidas und seine 300. Dieser Mann hier spielt die Neckes. Leonidas Befehlshaber. Ah, ein gutes Soldatenstück. Davon sollte es viel mehr geben. Aber sie sollten sie mit echten Soldaten besetzen, nicht mit verweichlichten Schauspielern. Ich bin kein... Was soll's? Also, es verhält sich so. Dieser Malakas hier hat eine Schuld, die er abarbeiten wird. Willst du seinen Platz einnehmen? Nee, angreifen tue ich ihn nicht. Wir könnten ja auch einfach die Schulde bezahlen, aber... Komm, dann mach das. Ich schlage dir was vor. Ich begleiche seine Schuld mit meinen Diensten als Söldnerin. Oder so. Das nehme ich an. Meine Soldaten waren bei den Ställen des Augias stationiert. Doch wir wurden versetzt. Und bei der Abreise ließen wir einen Glücksbringer zurück. Bring ihn mir und seine Schuld ist beglichen. Oh, das ist ja einfach. Das ist alles? Ich bin im Handumdrehen zurück. Die Stelle des Augias. Interessant. Da hoffentlich keine Herkulesaufgabe.
auch Wölfe. Hallo Wölfe. Jetzt weiß ich auch, glaube ich, warum das Gebiet hier so ein bisschen gefährlich ist. Voller Wölfe. Ne, das sind Wildschweine. Und Wölfe. So. Vorbei. So, dich habe ich. So. Erledigt. Okay. Das Alpha-Tier kriege ich aber so nicht. Aber vielleicht durchs Fenster. Fehlt Adrenalin. Nichts anderes übrig. Ah. Da geht doch richtig rein. Okay, vergiss es. Na? Zack. Das, die treffen zu viele Pfeile. Das war eigentlich leicht. Dann noch so Brustblätter. Da oben ist noch was. Sollte ich den Befehlshaber zurückbringen. Da haben wir es, ja.
Das war ja jetzt doch nicht so schwer. Ich fand den erwähnten Glücksbringer und die unerwähnten Wölfe. Die sicher kein Problem waren für eine Söldnerin wie dich. Nun, gib mir mein Schwert zurück. Du hast nichts von einem Schwert gesagt. Eine scharfe Klinge ist das größte Glück. Her damit! Das ist der Vorteil, wenn man so ein Allerweltsgesicht hat. Na komm, ja. Bitteschön. Dann sind wir also quitt? Ja, seine Schuld ist getilgt. Und jetzt geht mir beide aus der Sonne. Wir sollten gehen. Folge mir. Unsympathischer Typ. Denkst du, der Befehlshaber wird mich in Ruhe lassen? Vermutlich nicht. Aber wenn du die Neckes spielen willst, musst du dich verteidigen können. Ein Spartiat verkriecht sich nicht zu Hause, nur weil er Feinde hat. Aber ich bin nur auf der Bühne ein Spartiat. Willst du dein Publikum überzeugen oder nicht? Die Neckes lebte jeden Tag mit dem Risiko, getötet zu werden. Warum sollte es dir anders ergehen? Ich verstehe. Zu wissen, dass dieser Befehlshaber jederzeit mit bewaffneten Männern vor meiner Tür stehen könnte, diese Angst wird meinen Charakter formen. Hab Dank. Gern geschehen. Thespis erwartet dich zu den Proben. Gut, das lief doch ganz erfolgreich.